Hey Leute, was geht? Hier ist Philipp Josch mit einem brandneuen Part von Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke. Im letzten Part haben wir Flanerari oder wie auch immer, also die Feuertante besiegt und wir wollen uns heute mal ein bisschen die Kämpfe hier stellen. Okay, da wechsle ich definitiv, glaube ich, mal lieber das Pokémon. Darky, komm du mal raus. Ich hoffe, du... Okay, Aurora-Strahl war mir schon klar, dass das irgendwie kommen wird. Okay, Eruption. Wird das wahrscheinlich zerlegen? Ja, natürlich wird es zerlegen. Gut, zum Glück ist diese Arena Randomizer wahrscheinlich nicht so schlimm werden, weil die... Ja, ich hoffe zumindest, dass es nicht so schlimm wird. Ach, oh Gott, das kann ja was werden hier. Okay. Okay, da können wir eigentlich mal mit Wutanfall hier ein bisschen arbeiten. Oh Gott, ne. Kraftreserve. Okay, es ist sehr effektiv, das ist ein Problem. Autsch. Übertrank, na klasse. Sonnenmüll hier. Okay. Wir brauchen definitiv jetzt hier erstmal ein anderes Pokémon, denke ich mir mal. Oh Gott, ne. Ob das ist... Okay, passt. Ah, gut. Mit... Autsch. Was soll denn der Müll? Ah, du kriegst mich sowieso nicht kalt. Hahaha. Noob, 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 noob. Gut, wir haben Mike besiegt. Ja, sieht sehr nach Mike aus. Definitiv nach Mike. Okay. Haben wir hier irgendwo noch... Ah, Supertränke habe ich noch massig. Gut. Gut, habe ich... Tränke habe ich hier wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber ich denke mal, Supertränke müssten eigentlich erstmal ausreichen fürs Erste. Und dann machen wir uns direkt weiter in den nächsten Raum. Okay, Stärke. Denkt man nicht, dass hier irgendwas mit Stärke ankommt. Denke ich mir zumindest. Okay, Lunastein geht. Ist alles in Ordnung hier. So, Wutanfall. Na gut, macht einen guten Schaden. Spezialverteidigung ist stark. Bringt dir aber eher weniger. Aber, ah, natürlich bist du schon ver... Natürlich hat hier jeder... Warum zum Teufel hat hier eigentlich... Jeder... Warte mal kurz. Ist Wutanfall, ist es... Irgendwie kommt mir das gerade so vor. Magie... Hä? Leute, please. Was ist denn hier los? Warum macht Wutanfall so wenig Schaden auf einmal? Feuerschöpfung... Kannst du mal bitte das Ding jetzt umhauen, bitte? Das wäre cool. Ach, komm. Und Wutanfall. Ja, endlich mal. Geht doch. Danke. Okay, und Darky reicht Level 26. Apropos Darky, Dein Name braucht noch ein bisschen XP. Item geben. So, und tauschen wir mal das schnell um. Wollen wir den XP-Teil? Da gut. Und wir haben sogar noch einen Trank. Wann? Oh Gott, ne. Was stelle ich denn schon wieder an, wie Müll, ne? Gut. Trank. Na, pass am besten auf deinen Arm. Hätte ich aber auch auf meinen... Ja, möchte die Tür öffnen. So, dann geht's ab zum Arena-Leiter. Yay, yay. Ich bin glücklich, dass du gekommen bist. Und jetzt bist du vernichtet von mir. Okay. Oh, cool, ein Kindwurm. Level 27, das ist ja schon einiges an Level. Okay. Ein Rabaut. Oh, ups, Entschuldigung. Wir sind erschöpft. Okay, Spoon, komm du raus. Doppelteam. Fluchtweg steigt, okay. Natürlich. Psychokinese und Haus weg, danke. Danke, Spoon, du bist gut. Du bist mein Liebling, ja, okay. Und ein Smogon. Gut. Dann haben wir... Unser Norm besiegt. Marcellus heißt er, okay. Ich kann es nicht glauben, Zero. Ich habe gegen dich verloren. Nun sind die Regeln hier. Hier ist es für dich. Hier hast du ein bisschen Geld. Das ist ein Taschengeld. Und hier hast du deinen Balanceordner. Vom Vater erhalten. Yay. Mit diesen Ordnern erhöht sich die Verteidigung all deiner Pokémon. Ja, und du kannst übrigens vor dem Surfer benutzen. Und hier kriegst du noch eine TM. Und was ist es? Fassade. Sie verdoppelt die Stärke der Attacke, wenn das Pokémon vergiftet, paralysiert und verbrannt wurde. Okay, danke, Vater. So. Oh mein Gott, da kommt jemand raus. Ah, da bist du ja, Sio. Komm doch mal bitte mit. Ich hab was für dich. Norm, du hast doch nichts dagegen. Ich entführe... Nein, wir werden entführt. Bitte, lass das. Okay. So. Was haben wir hier? Hallo, Sio. Bitte entschuldige, dass wir dich weit weg hierher gerufen haben. Unser Heiko ist... viel robuster geworden, seitdem im Wiesenflur ist. Das verdanken wir allein dir. Als Heiko den Ort verließ, hast du ihm geholfen, ein Pokémon zu fangen, stimmt's?
Ich glaube, dass Heiko richtig glücklich gemacht. Und nicht nur Heiko, auch mich als Vater hat er wirklich glücklich gemacht. Glücklich darüber, dass er einen Freund hat. Das soll jetzt kein Bestechen sagen, aber cool, wir kriegen direkt Surfer. Yay, vielen Dank. So, Surfer haben wir jetzt bekommen. Ist alles gut, ist alles gut. Wo haben wir das? Irgendwas. Können wir Surfer überhaupt ein? Das ist die große Frage. Das ist jetzt wirklich die große Frage. Wo haben wir das denn? Ich hoffe, ich habe irgendwas, was es einsetzen kann. Ach ja! Ernsthaft? Ernsthaft? Ah, warum nicht? Feuer oder mehr? Obwohl, nee, lass mich. Eiscreen nicht erlernen. So. Aber wir haben ja noch ein Pokémon, was es noch erlernen kann. Ich habe ja ganz vergessen, dass wir ja noch Eiscreen haben. So. 95. Aber dafür ist es. Hat es deutlich. Ja, okay. Lehmbrühe können wir vergessen. Dann passt das schon. Gut. Dann haben wir jetzt schon Surfer. Dann ist das Wasser nicht mehr so dreckig, das wir benutzen, um andere Gegner wegzuspülen. So, wir gehen erstmal nochmal fix zum Pokémon Center, eben unser Pokémon heim. Und dann machen wir uns direkt auf den Weg zur nächsten Route. Ich hoffe, wir kriegen das auch recht schnell hin. Na, Fahrrad kann ich jetzt noch nicht, will ich jetzt noch nicht benutzen. Wir gehen mal kurz der Abkürzung. Ich hoffe, es klappt ja auch alles, so wie ich das geplant habe. Wir laufen jetzt einfach mal hier lang. Nach oben. Oh mein Gott, wir laufen nach oben. Okay, und... Ah, nein, bitte. Halt's Maul. Danke, so. Gut, wir machen mit Surfer alles auf den Weg. Oh Gott, ne. Das ist noch ein Pokéball. Und ich habe den nicht genommen. Was bin ich denn für... Nein! Ah, scheiße, ich habe sie vergessen. Oh mein Gott, das ist ein Anton. Wutanfall. Tschüss. Tschüss, Anton. Bis dann. Gut. Ich muss dir dafür... Oh, ja, trag dich bei mir ein. Wieso habe ich... Ich habe die doch eigentlich gemacht. Zumindest habe ich die Erinnerung daran, dass ich die mal gemacht habe. Ups. Drachentanz ist eben unnütz gerade. Tschüss, Mirabla. Gut. Ich mache gerade Scheiße. Kommt es ein bisschen vor. Ach, egal. Passt schon. So. Hey, wir haben die zwei besiegt. Gut. Und die müssen sich natürlich bei mir eintragen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Gut. So. Zerschneide mit Latios. Latios zerschneidet alles. Gut, ich will auf jeden Fall zu den Item. Wäre cool, wenn wir wieder schnell hinkommen können. Ich habe mir natürlich das Item irgendwie total verplant hier. Glitzerbrief. Oh, das hat ja so viel gebracht. Ja, Glitzerbrief. Oh, das ist so Glitter. Aha, cool. Nein. So, wenn wir hier... Na, nee, das machen wir am Ende. So, können wir nochmal Server hier benutzen, um hier schnell mal einen anderen Weg zu gehen. Oh. Flinkklaue. Das ist ein interessantes Item. Muss man zugeben. Ich glaube, da konnte man mit schneller angreifen, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Gut. Oh. Ein Metacross. Ja, Metacross. Okay, hallo Metacross. Es ist ja im Wasser. Okay, also von daher kann ich das eigentlich noch fahren. Gut. Okay, dann eben nicht, Metacross. Dann eben nicht. Ich will aber nur kurz schnell ein Pokémon Center, dass wir erstmal einen Safe-Punkt haben hier. Dass wir es gleich mit Teleport verwenden können. Oh, Sio, du siehst aus, als hättest du Mumm. Das ist sehr gut. Gut, ich habe im Endeffekt entschieden. Du tust mir einen Gefallen, Sio. Malvo hat einen unterirdischen Bereich. Neu Malvo heißt. Sio, schicke ich da hinunter, um den Generator auszuschalten. Ja, der Generator ist übrigens kurz davor... Ja, okay. Kleine Zerstörstrecke, okay. Da können wir uns also direkt unsere neu gewonnene Sache einsetzen. Auf jeden Fall. Ach, hier kann man auch rüber zu. Da! Das muss man erstmal wissen hier. Obwohl, ja, geht ja sogar schneller. Als ich dachte, okay. So, die Tür ist verschlossen. Kelleröffner benutzen und dann geht's auch direkt weiter. So, wir müssen hier mal ein bisschen. Ja. Müssen wir irgendwas hier aktivieren? Nee. Gut. Oh, hallo, Fukano. Ach ja, wir sind ja im neuen Bereich. Ah, wie war's mit Zerschneider? Gut. Hallo, Wormsort. Ja, Initiative sieht. Gut. Sonntag.
Kannst du ruhig einsetzen. So, hier sind wir in der neuen Route. Bis in den neuen Ort. Na, wir versuchen uns einfach mal mit dem Pokéball. Müsste eigentlich recht gut klappen, da wir es ja recht gut runtergeschwächt haben. Also von daher. Ah, haben wir es auch so direkt mitgekriegt. So, wie nennen wir es denn? Boah, Gott, ne. Ich habe glaube ich einen guten Namen für dich. So. Wohl. Wo ist das C, Alter. Ich hoffe, es passt. Ja, es passt. Volcano. Einfaches Prinzip. Gut. Oh, wir haben mal was Männliches gefangen. Wow, das ist ja auch mal eine Seltenheit hier. Gut. Und nochmal Vulcano. Statt Elektroball kriegen wir hier Vulcano. Gut. Ziemlich interessant. Ach, da hätte ich doch den Shutter aktivieren sollen. Ah, Mann, das kann man ja vorher nicht wissen. Hallo, Papunga. Wie geht's alles aus? Ich habe keine Lust auf dich gerade. So, wir machen... jetzt mal auf den Shutter. Gut. Es war eigentlich logisch, dass man den Schalter hier betätigen sollte. Hm? Egal. Wutabfall. Hau muss einfach mal weg. XP ist XP. Oh, so viel XP. Das ist ja extrem. Ganze 600 XP für das. Und hier haben wir wahrscheinlich... Oh, ein Retro-Brief. Okay. Ich glaube, wir müssten, glaube ich, hier hoch nochmal. So, nee. Ah, doch. War auf einen Ball... Ja, das ein Ball, der ist... was anderes. Das ist... Mal gucken, was wir da Geschickes haben. Oh Gott, nein. Warte mal kurz. Ach, ein Parasekt. Okay. Dann geht's ja noch. Dann geht's ja noch. Gut. Ah, scheiße, wie vergiftet. Das ist bitter. Wieso vergiftet mein Bock, Mann? Was habe ich dir angetan? Okay. Haben wir noch irgendwie... Ich hoffe, ich habe Gegengift. Ansonsten sind wir... echt am... Oh, scheiße. Obwohl, warte mal kurz. Ich guck mal kurz, ob wir hier noch bekommen. Ah, wir kriegen nur Geld. Yay. Gut. Habe ich hier noch irgendwas? Nichts Spezial? Nein, schade, super dran. Para. Natürlich haben wir Para, Alter. Warum auch nicht? Oh, shit. Da haben wir ein Problem hier. Ganz großes. Okay. Also Glück habe ich ja für solche Fälle immer ein Fluchtseil dabei. Gut, wir sehen uns dann gleich hier gleich wieder. So, da sind wir auch gleich wieder. Wir machen jetzt, wir tätigen den Schalter und dann sind wir auch gleich wieder am gleichen Ort, wo wir vorher auch waren. Ich habe übrigens schon mal das Pokémon gewechselt, da ja mein eines Pokémon ja ein bisschen zu hoch wird mittlerweile. Der 29 ist ein bisschen zu hoch, meiner Meinung nach. So, ach ja. Oh, ja, wir können nicht flüchten und es haut einfach ab. Gut. Ah, Gott. Ey, das Papunga, das nervt aber auch echt. Drehen. Spaß, Katan. Ah, okay. Wie, du singst meinen Angriff. Dafür gehst du jetzt drauf. Ernsthaft. Was soll denn nur? Okay. Ah, das Papunga wird, glaube ich, hier echt nervig. Hallo, Vulcano. Du nervst ja überhaupt nicht. Mhm. Gut. So, haben wir hier. Ah, okay. Achso, ein Makuhita, ne? Geht's ja noch. Spülen wir es einfach mal mit Surfer weg. Und dann hat sich das. Hoffe ich zumindest. Au! Hör auf damit. Das geht mal gar nicht klar sonst. Gut. So. Level 1,22. Cool. So. Ein Sonnenstein. Hm. Kann man ja später für gewisse Pokémon gut gebrauchen. Blubella oder sonst was. Ah, und da sind wir auch direkt am Schalter angelangt. Oh. Mann, ich vergesse es ja. Wieso hast du Wegsperre? Willst du mich... Mann, ich kann hier noch nicht mal irgendwas drücken. So. So, Blizzard. Dann hau das bitte weg. Das wäre cool von dir. So, danke. Hm. Nerviges Ding. Extrem nervig. Gut. So. Und geschafft. Klick. Der Generator ist ausgeschaltet. Cool. Schwarzgurt haben wir gefunden. Für irgendein Kampf-Pokémon, das wir nicht haben. Gut. So, dann machen wir uns direkt hier raus. Ah ja, Mann, mit Teleport komme ich hier nicht raus, oder? Muss ich mal ausprobieren, ob ich mit Teleport hier rauskomme. Ah ne, hier nicht einsetzen. Okay, dann sehen wir uns dann gleich. Mann, gibt es hier nicht irgendwie einen Notausgang? Ne, anscheinend nicht. Also müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen, okay. Dann würde ich mal sagen, wir treffen uns dann gleich bei dem gewissen Herr weiter.
Also von daher, bis gleich. So, da sind wir auch bei unserem Weiter angegangen. Wahaha, ich wusste, dass du schaffst, Sino. Hier, hast du die Donnerblitz verdient. Yay, wir kriegen Donnerblitz. Das ist eine richtig gute Attacke. Können wir das eigentlich irgendeinem beibringen? Mal gucken. Donnerblitz, Donnerblitz. Wann hatte nicht irgendwie jemand Donnerblitz schon? Achso, oh, ich kann es ja echt viel beibringen. Dein Name kann. Wieso bist du eigentlich so low von der. Okay. Ich glaube, ich habe doch eigentlich auf den XP-Teiler. Müsste ich eigentlich drauf haben. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Pokémon's Mark Randomizer Nutzlock. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann im nächsten. Bis dann und ciao, euer Deep Yoshi.